HR3. Super Bobbelsche auf großer Weltreise. Hallo Leute, ich bin's, euer Super Bobbelsche. Ich hab grad so ein geiler Urlaub. So ein super Urlaub. Und ich bin so entspannt. Boah Leute, ich bin in Paris, der Stadt der Liebe. So verstehst? Und jetzt stehe ich gerade am Eiffelturm. Und was muss ich feststellen? Das Ding ist noch gar nicht fertig. Nur das Baugerüst haben sie aufgestellt. Mehr nicht. Das kann daran liegen, dass die Franzosen echt ein bisschen komisch sind. Die haben zum Beispiel Brötchen, die sind locker einen Meter lang. So lange Käse gibt's doch gar nicht. Und wenn sie diese Brötchen einkaufen gehen, dann ziehen sie sich dafür Mütze auf, die oben so eine kleine Zündschnur haben. Eine Zündschnur! Das soll mal einer begreifen. Gestern Abend hatte ich eine Einladung. Vernissage. Bin ich natürlich hin. Vernissage. Das kann nur der Werner sein, den wo ich aus Offenbach kenne. Werner, Sasch! Ich bin's, das Bobbelsche! Wo bist du, alter Pembellutscher? Hast dich hinter die Bilder versteckt, was? Die Leute haben dann die Polizei gerufen, damit sie bei der Suche nach dem Werner helfen können. Die sind ja so dermaßen nett, diese Pariser. HR3. Macht Spaß.